und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, weiteren Folge Far Cry New Dawn. Ich hätte schon wieder Fallout bald gesagt, warum auch immer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist verlockend. Und zwar sollen wir für Bini Vigi, sollen wir ja den Businessplan holen. Jetzt müssen wir den Typ nochmal erneut aufscheuchen, das ging das letzte Mal schief, ich habe ihn einfach entkommen lassen. Das wird nicht nochmal funktionieren, beziehungsweise müssen wir es anders machen, oder ich muss das anders machen. Also, ja, wir sind im Suchgebiet. Wir bleiben auch schön gesniped. Naja, ich passe schon auf. Mach du mir nur keinen Scheiß, Kleiner. Ich kann hier nicht bleiben. Ich bin hier draußen. Ich wechsle die Stellung. Ja, ich auch, weil sonst ist der weg. Tja, trotzdem, jetzt musst du bezahlen. Such dir was aus. Finger, Ohren, Zehen. So. Das ist doch nicht mein Problem. Oh Gott, bitte hilf mir! Warum passiert sowas immer mir? Tja. Weil du Scheiße baust. Ich entschuldige mich. Lass mich in Ruhe. Ehrlich, tust du das? Und? Was bringt hat was? Dich geschickt? Vielleicht? Hilf mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Hilf mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Und wie stellst du dir das vor, Kollege? Okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war das einer von Beatspeern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Sicher? Hilf mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Betritt den Bunker. Ja, dann gucken wir einfach mal. Soll ein Wundnetz sein. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen verbinden. Das war dein Bein. Nein. So, dann schön weiter. Na, so früh siehst du aber auch nicht mehr aus, oder? Ja, mach das. So, dann gucken wir uns mal weiter um hier. Jo, mach das. Ich guck mich da mal schnell mal um hier. 2, 3.
sagen, jetzt haben wir genug hier uns beschießen lassen. Ist sehr klar. Ich habe dir gerade gezeigt, wie klar das ist. Das kannst du vergessen. So klar wie bloß früher, dass das nicht der Fall ist. Gut, dann ab in den Bunker. Jui, passt gut. Ja, Feuer natürlich. Munitionen. Businessplan. Sehr gut. Hallo? Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Süden, glaube ich. Du findest mich schon, ganz bestimmt. 100%. Schade, dass ich noch den Schlösser knacken kann. Auch voll. Das hätte ich wahrscheinlich eher machen sollen. Nein, das wird nicht gehen. Dann wahrscheinlich später nochmal hierher müssen. Weil die Safes, die mache ich ganz gerne auf. Das lohnt sich immer ganz gut. Okay, erstmal hoch hier. So, wo ist der Typ nun? In die Richtung. Dann müsste ich gleich hier um die Ecke sein. Was muss ich jetzt wieder übers Wasser? Ach, ist ja nicht wahr. Na gut, was tut man hier alles für 3 Kröten? Wie war das mit kaputten Knien und so? Ich wechsle die Stellung. Ja, ich auch. Nee, den habe ich schon nicht mehr. Er wird jeden Moment hier sein. Das weiß ich. Muss ich mir neu überlegen. Ich glaube, ich bin da wieder nach. Papa hat mich immer gewarnt, dass ich zu gutmütig bin. Aber alles ist paletti. Eine Klapperschlange vorbeigezischt. Da kommt auf jeden Fall. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen.
Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Du hast es geschafft. Ich wusste es. Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Ja. Ich mache jetzt meine Wikibenia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibenia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Tschüss. Gut, das haben wir schon mal erledigt. Damit haben wir schon mal ein... Was ist denn nur das Klappervieh schon wieder? Oh ja. Brauche ich wohl keine. Gut versteckt, muss man lassen. Da ist doch schon wieder sowas. Oh, dein Ernst? Das ist so ein Behälter. Die werden wir natürlich gleich plündern. Das gibt sogar Ethanol. Finde ich klasse. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt die Bärendienste. Das müsste eigentlich gleich hier in der Nähe sein. MP3-Player, das hätte ich vielleicht noch mitnehmen sollen. Gut, wir müssen sowieso in die Richtung. Das war ein Schuss. Nur ressourcenfrei, ha? Huh? Yep. Hey, mein Alter, ich wollte... handeln. So. Gut. Eigentlich. Falsche Richtung. Zu dem Auto wollte ich jetzt nicht. Obwohl, wir könnten auch erst... Doch, wir machen erst das hier. Wir machen erst das, die Schleicherscheine. Da sind wir eh gleich. Mal sehen, was uns da erwartet. Jede Menge Spaß und was zum Lachen. Ups. Yeah.
Ach, ich habe wieder meine Sägen. Oh oh. Ich muss mir erstmal eine Pille einschmeißen. Dann geht's mir wieder gut. Okay, dann gucken wir mal, was hier uns noch erwartet. Munition. Immer gut. Ja, ja, wir kommen gleich. Kleinen Moment. Ich bin gerade am Einkaufen. Ja, woher die das bloß wussten, das frage ich mich jetzt sonst ab. Ja, ja, kein Moment. Bin gerade schwer beschäftigt. Okay, mal uns mal nicht davon irritieren lassen. Ich nicht. Okay, dann gehen wir mal dahin zu den Ausrufezeichen. Der wird sicher wieder eine Information haben. Ich hoffe, wir können bald Handel mit ihm eben treiben. Wir haben eine Menge nützliches Zeug. Pastor Jerome und Ramon haben die Highwaymen von einem alten Silo aus überfallen. Ich habe eine Weile nichts von ihnen gehört. Ich wette, Jerome könnte einen Kämpfer wie dich gut gebrauchen. Der alte Jerome lebt also auch noch. Jetzt sind sie in der Hölle und lachen mich aus. Ich muss aufhören, mir vorzustellen, was jetzt wäre, wenn es dieser Zug geschafft hätte. Ach Leute, ihr mit eurem Zug. Meint ihr nicht, dass dein Empfang ein kleines bisschen dramatisiert? Glaubt nur Eden wirklich, alles wäre vergeben und vergessen, nur weil die jetzt Gemüse anbauen oder was? Ja. So funktioniert Geschichtsschreibung aber nicht. Schade. Wir müssen an mehr Infos. Bleib hier, Nuff-Nuff. Ey, nicht wegrennen, ich brauch deinen Pelz. Mein Fell, komm zurück. Oh, da kann ich handeln. Da ist so ein Gut, ist mir gerade egal. Ja, ja, mach du nur deinen Nebel. Ist schon klar, ne? War mir schon klar, ne? Machst du Nebel oder machst du einen Fliegermann? Nix gibt's. Kleinvieh macht auch Mist. Weil so klein war der gar nicht. Okay. Kurze Furz. Viel zu kurz. Hätte ich ja wissen müssen. Jetzt hat's geklappt.
Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Aber sicher doch. Wir verstehen uns. Ja, ich weiß. Ich kann die eintauschen. Und sind die Blätter wieder alle? Er sucht, er findet. So, den Händler haben wir wahrscheinlich jetzt verpasst. Ganz erfolgreich. Schade. Schade. Oh, da war doch noch dieser Typ hier. Ja, ja, finde ich toll. Nicht schon wieder. Komm, helf ihm auf die Beine. Der Tod kann noch ein bisschen warten. Ja, ich stelle mich auch genau vor die Flinte. Man glaubt sie. Oh Mann. Du machst nur Ressourcen frei, ha? Also ein bisschen. Brotflinte. Nee, ich bleibe bei der, was ich habe. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Habe ich viele Munition dabei? So überlebt man hier draußen. Nichts verschwindet. Joi, das wird ein Katastrophenlauf jetzt. Es wäre ja auch einfach mal schön, einen Händler zu finden. Ein kleines bisschen. Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Okay, jetzt aber muss ich mal gucken, wo wollte ich hin? Was haben wir erledigt? Ladenbesitzer. Da gehen wir mal gucken. Vielleicht bringt uns das weiter. Ist auch nicht weit weg. So, wir laufen mal ein bisschen schneller hier. Zack, zack. Da ist er, Gott sei Dank. Früher saß ich gern nachts am Feuer und hörte meinen Dad zu. Der Geschichten vom Lass uns Geschäfte machen. Und den Zwillingen begegnen? Das hat sich ein bisschen gelohnt. Und dann zurück. Dann gucken wir mal bei den Karten. Da können wir was machen. Karten mit Komponentenvorräte. Was haben wir hier? Karten mit Panzervorräten. Wir nehmen erstmal das und das andere holen wir uns dann später. Ja.
So, dann haben wir noch das hier. Oh, das tut weh. Wie sieht's denn damit aus? Inventar voll. Ist voll, okay. Inventar voll, 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 voll. Inventar voll. Okay, dann ist das Inventar voll. Nein, brauche ich nicht. Danke. Und bitte bleib am Leben. Nö, nö, noch nicht ganz. Nicht heute. Nein, Sir. Kleinvieh macht Abriss. Jetzt haut er ab, ne? Klasse. Ich wollte nochmal auffüllen. Ach, nee, ist nicht wahr. Na gut, kann man nicht ändern. Das kann man dann einfach nicht ändern. Alles bereuen würde. Okay. Hoffentlich findest du was Brauchbares. Das hoffe ich doch. Das war ziemlich knapp. Ach, da brauchen wir den Wurfwagen. Da gucken wir noch mal ganz kurz rein hier. 3 Stück haben wir. Der Wurfwagen kostet 2. Medikit ist auch dann in Zukunft eine Idee. Fortgeschrittener, okay. Warten. Was ist eigentlich mit den Schweißbrille? Bam, 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 bam. Kostet auch 3. Okay, wir machen erstmal den hier. Dann können wir nämlich gleich mal da hoch marschieren. Oh, hat sich nämlich schon wieder gelohnt. Zum Palündern. Auch wenn es nur 2 Kästchen waren, ist egal, aber es hat sich gelohnt. Ich wünschte, ich könnte mitgehen. Au! Au! Stopp.
Moment. So, jetzt bitte das Lächeln. Oh. Joi. Okay, damit hat man das jetzt auch erledigt. Er hat hier Ärger. Na warte, das mach mal anders. Ich geb dir dein eigenes Gesicht zu essen. Ja, da kann man drüber reden. Scheiße und sterb! Ja, ich mach da sogar mit. So. Bitte lächeln. Jetzt kannst du dein Gesicht essen. Du sollst nicht so frech sein. Alles gut. Alles gut. Ach, schon wieder einer. Das ist ja schlimm hier. Hey, cool. Ja, das hat man ja. Gut, dann würde ich sagen, wir tun die Aufnahme jetzt hier beenden. Er schießt hier. Dann haben wir das auch weg. Dann nehmen wir uns die Felle hier noch mit. Und in welche Richtung müssten wir dann? Ich glaube, irgendwie, ne?
Da müssen wir dann als nächstes hin und dann beißen wir uns weiter durch. In dem Sinne würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme jetzt hier. Das ist lang genug, würde ich sagen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!